Leute, willkommen zurück bei Kingdom Hearts Chains of Memories. Im letzten Part haben wir Oogie Boogie besiegt. So, und jetzt gucken wir erstmal, wo wir hier weiter müssen. Es geht erstmal wieder hoch hinauf. Oh, soll ich speichern? Ja, ich speichere mal. Natürlich. So, gespeichert. Ah, jetzt kommen wir hier wieder raus. Okay. Ja, Goofy, was ist los? Was ist los, Goofy? Wegen dem Schloss, das ich vorhin erwähnt habe. Ich habe mir das nicht ausgedacht. Ehrlich. Es war ein Schloss, in dem Sora mit seinem Schlüsselschwert Kairis Herz befreite. Dann verschwand er. Für eine Weile, wisst ihr noch? Ich werde nie vergessen, wie besorgt ich war. Stimmt ja, als ich in einen Herzlosen verwandelt wurde. Warte, das ist in einem Schloss passiert? Ja. Hast du das vergessen? Also ich erinnere mich genau. Ja, klar. Und vorhin hast du noch gesagt, du würdest dich nicht erinnern, Donald. Und? Wie hieß das Schloss denn? Moment, es hieß... Hey, Jiminy, du hast doch alles in deinem Reisechronik geschrieben, stimmt's? Von A bis Z. Ich habe den ersten Band beendet. Ja, und soweit ich das glaube, ich weiß, sind die Seiten leer. Bevor wir dieses Schloss hier erreicht haben, mal sehen, ob ich das alte Buch noch finde. Hier ist es. Wollen wir doch mal sehen. Hm? Das gibt's doch gar nicht. Alle Einträge sind weg. Jede Seite ist leer. Was? Wie konnte das passieren? Ich habe meine Reisechronik doch sorgsam gehütet. Jetzt ist die ganze Arbeit weg. Ja, das ist ärgerlich. Was für ein Schloss ist das hier? Oh, ja. Das ist schon sehr, sehr seltsam. Wir helfen Jiminy, seine Reisechronik neu zu schreiben, sobald wir aus dem Schloss sind. Ja, wenn wir hier jemals rauskommen. Ich glaube nicht, dass Jiminy seine eigene Reisechronik löschen würde. Ja, würde mich mal ernsthaft fragen, wie das denn auch gehen soll. So, ich würde jetzt aber gerne mal wissen... Wartet mal. Ach, warum gehe ich denn auf Reisekarte? Raumkarten. Ach, okay. Wir können hier auch noch gar nicht weiter. Ach, wisst ihr was, Leute? Ich glaube, ich werde mal ein bisschen mein Deck aufstocken. Ja, wir haben hier noch so viel Platz. Da bleibt doch noch Zeit, ein bisschen was zu machen. Ja, Karte hinzufügen. Okay. Ja, stelle ich mal ein bisschen höhere Karten mit rein. Karte 0 ist auch ganz gut. Okay, ich glaube, das reicht. Bisschen Zauber. Feuer haben wir hier jetzt auch. Simba ist auch dabei. Ja, ich glaube, Feuer können wir auch mal reinstecken. Na, Potion? Na, ich glaube, das bewahren wir uns noch auf. Wofür allerdings die Karten hier? Erweitert die Reichweite von Angriffskarten etwas. Regeneriert langsam die LP. Klingt nicht schlecht, aber ich glaube, das lasse ich erstmal. So, ich glaube, das reicht auch. So, wollen wir noch mal gucken? Ja, ich glaube, das reicht. So, hätten wir das auch erledigt? So, dann gehen wir mal weiter. Ah! Namine! Och, die kleine Namine. Ich glaube, nach der Szene wird sich ein bisschen was verändern in deren Erinnerungen. Mal sehen.
Hier ist was faul. Ich konnte alles, was Jiminy geschrieben hat, auf diese Weise verschwinden. Ja, wie nur? Und ich glaube, ich habe mich gerade versprochen. Vielleicht betrifft das auch noch mehr als bloß die Dinge, die wir aufschreiben. Oh ja. Laut Goofy waren wir schon mal in einem anderen Schloss. Aber ich erinnere mich nicht mehr. Niemand von uns vielleicht. Vielleicht erinnern wir uns nicht, weil diese Erinnerungen weg sind. Weg? Lächerlich. Warte, wisst ihr noch, was der Kapuzenmann gesagt hat? Hier bedeutet finden, verlieren und verlieren, finden. Er meinte damit Erinnerungen. Oh, Blitzmerker, dass ihr jetzt erst darauf kommt, ne? Wenn wir weitergehen, verlieren wir unsere Erinnerungen. Daher auch der Name Schloss des Entfallens. Logisch. Das heißt, je höher wir gehen, desto mehr vergessen wir? Und wenn wir alles vergessen und uns nie wieder erinnern? Gute Frage. Dann würde ich ja auch Rico und Kairi vergessen. Sollen wir lieber umkehren? Keine Angst. Wir vergessen vielleicht, wo wir waren und was wir gesehen haben. Aber unsere Freunde nie. Wieso bist du so sicher? Sora, als du dich in einen Herzlosen verwandelt hast, hast du uns dann vergessen? Natürlich nicht. Ich würde euch nie vergessen. Na also, meine Worte. Egal was passiert, seine Freunde vergisst man nie. Ja, du hast recht. Danke, Goofy. Dann müssen wir also gar keine Angst haben. Na dann los. Hey Donald, als ich damals ein Herzloser war, wer hat mich da verkloppt, So etwas solltest du lieber vergessen. Okay. Okay, wissen wir schon mal Bescheid. So, ich speichere hier nochmal vorsichtshalber. So, Schloss des Entfallens, Halle 3. So, jetzt bin ich mal gespannt. Was können wir denn hier jetzt öffnen? Okay, stehen immer noch diese drei... Nee, diese vier Welten zur Auswahl. Ganz ehrlich, ich nehme jetzt mal die Welt, vor der ich mich am meisten drücken würde, und zwar Wunderland. Je schneller, desto besser. Hey, da kommt wer. Das weiße Kaninchen. Hoppidi hopp. Zu spät, ich komme viel zu spät. Die Königin wird böse sein. Ich komme zu spät zum Prozess, als nächstes wird mein Kopf rollen. Was meinst du damit, dass dein Kopf rollen wird? Bei meinem Pelz und meinen Schnurrhaaren, ich komme zu spät. Oh Mann. Sein Kopf wird rollen? Für so einen friedlich wirkenden Ort klingt das ganz schön gefährlich. Du sagst es, Donald, aber hallo. Schlüssel des Anbeginns erhalten. Oh Mann, und wieder diese bekloppte Musik. Ich hatte ja schon mal gesagt, dass mir diese Welt auf den Piss geht, schon im ersten Teil. Und ganz ehrlich, der Film ging mir schon sowas von auf die Nerven. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber wo ich damals als Kind den Film gesehen hatte, hatte ich Albträume. Was sind das denn hier für Quackies? Moment, irre ich mich oder kamen die auch schon in Kingdom Hearts 2 vor? Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es die schon in Kingdom Hearts 2 gab. Oh nein, und eine Addo-Wampe. Ich hasse diese Viecher. Die waren nur von hinten verwundbar. Moment, sind die das auch von hier? Ja, die sind auch nur von hinten verwundbar. So ein Scheißendreck. Das ist das Fiese bei diesen Alu-Wampen. Ich kann das absolut nicht ausstehen. Aua! Oh. Mann, jetzt komm schon! Geht doch! Meine Fresse! Oh, noch ein Schattenlurch. Ach nee, vorhin war es ein Feuerling, jetzt sind Schattenlurche. Juhu! Oh nein! Ich hasse diese Alu-Wampen, Mann, oh.
Ach, Mann! Kann ich das Vieh nicht einfach irgendwie einfrieren? Das wär's doch. Na, schon wieder nix. Mann, dreh dich nicht immer um! Ich seh nix. Komm schon. What the fuck? Mann! Aua! Na komm her, ich versohle dir deinen dicken Arsch! So, geht doch. So ein bisschen harmlose Dunkelheit wieder. Oh, noch ein Schatten durch. Oh, ein paar Feuerlinge sind auch wieder dabei. Nice! Und ein paar Trötis. Wow! Boah, Mann, dieser dieses Erdbeben, das ist ja schlimm. Wow, 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 wow. Ihr klingt scheiße. Bei DSDS werdet ihr schon längst rausgeflogen. Oh Mann, der macht mich fertig hier. So, ein bisschen heilen nicht vergessen. Ach. Das ist so kacke, dass die nur von hinten angreifbar sind. Meine Güte. Ist das scheiße. Genau deswegen kann ich die nicht ausstehen. Stunde des Kämpfers, war denn das? Was war das denn jetzt für eine Karte? Und nochmal kämpfen, weil es so schön war. Und hier sind wieder die Unkraut. Ach, das Unkraut schlechthin. Oh, ein paar Klappersoldaten auch. Nice. Oh nein, ich muss mich aufladen. Heilen. So, geht doch. Und wer, wenn jetzt wieder so eine Aluwampe kommt, dann werd ich sauer. So, so, und komm. Nein, 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 nein. So, jetzt noch die Pflanze hier und dann ist Ende Gelände. Meine Güte. Oh, wir haben wieder eine Schatztruhe. Ah, Kombination kann ich auch wieder machen. Gut. Ich glaube, Kombination bringt mir gerade nicht viel. Ich fülle erstmal wieder meine KP auf. Und natürlich noch ein Schattenlurchen. Natürlich. Wir kloppen uns erstmal wieder durch die Gegend, bevor wir weitermachen. Ist logisch. Wir machen ja hier gerade sonst nichts anderes. Nein, nicht schon wieder eine Aluwampe. Och Mann, das ist nicht euer Ernst. Das ist nicht euer Ernst. Diese scheiß Aluwampe, ich hasse sie. Na, hört ihr jetzt mal auf hier, ich sehe nichts. So, und diese Tröte hier werde ich auch mal aus dem Weg schaffen. Ich wollte springen. Warum bist du denn jetzt nicht gesprungen, Sora? So. Okay, die war schnell weg. Dunkle Intim. Was war das denn? Was ist das denn hier? Seht ihr das auch? Dieses Gelbe hier. Ah, okay, hier kann ich raufklettern. Okay, das bringt nichts. Oh! Bildchen! Hola! Kann ich hier irgendwie. Oh! Ein bisschen HP. Okay. Das hier ist lustig. Juhu! So, komme ich hier noch rauf? Yay! Natürlich! Ah, eine Vita-Karte. Sehr gut. Ist hier noch was drin? No. Sind nur noch ein paar Mini-Pilze? Ach, das sind nur Pilze. Okay. Ach Leute, wisst ihr was? Bevor ich durch diese Tür gehe, würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Also dann Leute, ciao, bis zum nächsten Mal im Wonderland. Ich hasse diese Welt.